Herzlich willkommen zu Escape Room Horror Stories. Eine schaurige Doku, die den Blick über die dunkle Seite der Escape Room Szene Deutschlands wirft und dabei drei besonders gruselige Räume etwas genauer unter die Lupe nimmt. Mein Name ist Jana Erbes. Ich bin Game Designerin und Filmemacherin und zu meiner Unterstützung habe ich mir Malte von den Escape Maniacs und Hartmut vom Escape Room News Center dazugeholt, um die verschiedenen Themen zu beleuchten. Also, macht euch ein paar Kerzen an, schaut vorsichtshalber nochmal unters Bett und genießt den Horror von zu Hause aus. Das Horrorgenre ist nur einer der zahlreichen Arme der Entertainment-Industrie. Viele andere haben es uns vorgemacht und sind bis heute in unserer Kultur fest verankert. Literarische Geschichten wie Mary Shelleys Frankenstein, Filmikonen wie Dracula, moderne Klassiker wie Annabelle oder Podcasts und Vlogs, die sich um den Spuk aus dem Sally-Haus drehen. Gerade wenn der Spieler so direkt eingebunden ist wie in einem analogen Spiel, scheint die Entwicklung in diese Richtung nur eine logische Konsequenz. Denn nichts scheint so süchtig zu machen wie eine ordentliche Portion Adrenalin. In NRW haben in den letzten Monaten drei neue Horrorräume eröffnet und fast täglich melden sich neue Anbieter mit der nächsten schockierenden Mission. In Europa gilt nicht zuletzt Athen als Epizentrum der Horrorszene. Hier alleine gibt es über 100 Horrorszenarien, in denen die Spieler meist über 60 Minuten lang mit mindestens einem Schauspieler ein markerschütterndes Abenteuer erleben. Vielleicht ist diese Stadt gerade deshalb so beliebt, wenn es um Inspirationen für neue Abenteuer in Deutschland geht. Seit seiner Eröffnung gilt der Poltergeist als das Paradebeispiel für immersive Horrorabenteuer und ist nicht zu Unrecht für viele der erste Raum gewesen, der ihnen so richtig das Fürchten lehrte. Das Konzept wurde von The Chamber in Prag entwickelt und kam schließlich im Mai 2020 in die Code Agency in Düsseldorf. Bis heute ist der Poltergeist ein beliebter Raum und bekannt dafür, den einen oder anderen Angsthasen vom Horror zu überzeugen. Fast zeitgleich entwickelte Timebreak Mönchengladbach, damals noch Exit Out genannt, die Dr. Brown Boyds Nervenheilanstalt. Doch worum es bei dem Abenteuer geht, beschreiben die Gründer David da Silva Caneiro und Justin Weimer. Also prinzipiell geht man abends an einer verlassenen Klinik vorbei und es ist ja so, dass jeder in der Stadt die berüchtigte Heilanstalt von Dr. Brown Boyd kennt, weil er damals halt Experimente an Menschen durchgeführt haben soll und der ist damals spurlos verschwunden. Und dann hat das ganze Klinikpersonal, was eingeweiht war, ausgesagt. Und abends, als man dann vorbeigeht, als Truppe, denkt man sich, lustig, gehen wir mal rein. Kennt man aus dem Film. Und als sie dann reingegangen sind, machen sie gefesselt in dieser Klinik wieder auf und wissen nicht mehr, was passiert ist. Und dann geht's los. Prinzipiell haben wir halt geguckt, was haben wir für Flächen zur Verfügung, wie jedes Mal. Haben dann gedacht, okay, was für ein Thema, was für eine Richtung wollen wir einlenken. Haben gesehen, dass es in Deutschland keinen einzigen Horror- oder Gruselraum eher gesagt gab. Wobei es gab einen, und zwar in Köln, bei Indizio the Body Shop. Aber es ist halt kein Grusel-Horror gewesen. Es war halt eher so Slaughter, ne? Ja, so ein Slaughter, wie auch immer Raum. Slaughter? Nee, aber ich fand die Kombination okay. Ja, auf jeden Fall gab es in Köln diesen Raum. Aber das war halt jetzt nicht das, was wir meinten mit Horror oder Grusel, was die Leute darunter verstehen. Und dann haben wir halt überlegt und haben uns dann dazu entschieden, das zu tun. Und als es dann so intern Kreise gezogen hat in der Escape Room-Szene, sag ich jetzt mal, haben uns auch echt viele Betreiber angerufen und geschrieben, dass wir es sein lassen sollen, weil es in Deutschland nicht funktionieren würde. Leute, wir wollen das in Deutschland nicht und dann haben wir halt es trotzdem gemacht und hat sich sehr schnell herausgestellt, dass es nicht stimmte und die Leute es trotzdem gut fanden. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn man direkt extrem Horror gebaut hätte und das dann zu viel gewesen wäre, aber wir haben es halt Grusel nicht gehalten, aber jetzt nicht extrem Horror und ich glaube, das war dann doch ganz gut so. Wenn Gäste gefragt haben, wie schlimm ist es und wir sagen dann so, das ist 2 von 10 oder so, das ist alles gut und dann brechen die irgendwie nach 10 Minuten ab. Und kriegen Schweißausbrüche und weinen und weiß ich nicht, oder Kreislaufprobleme. Ist, glaube ich, echt Empfindungssache. Wenn jemand einen Gruselfilm gucken kann, und klar kann man ruhig Angst haben, so einen Gruselfilm, dann kann man auch die Heilanstalt spielen. Wenn man aber grundsätzlich sagt, ich gucke sowas nicht oder ich kriege panische Angst bei so Filmen sogar schon, gut, dann sollte man es vielleicht nicht tun, weil dann ist es halt schlimmer als der Film, weil man ist halt drin und spielt die Hauptrolle. Dann geht das meistens schief.
Wir durften es uns in den Fluren der Heilanstalt gemütlich machen. Allerdings hat Hartmut den Raum zum Zeitpunkt des Interviews noch nicht gespielt. Das, wenn man jetzt hier drin sitzt, ohne den Raum gespielt zu haben, das macht ja schon was her. Man kann jetzt schon plastisch erkennen oder man hat schon eine Ahnung, wo dann plötzlich so dunkle Momente sind, wo man auch dann vielleicht mal sieht, dass man möglichst in der Gruppe zusammenbleibt. Ich denke mal schon, dass das ein dickes Brett wird, was so in Richtung Horror ist, und da habe ich richtig Bock drauf. Wir haben gerade ja schon darüber gesprochen, dass der Raum an sich gar nicht so groß ist, dass die Macher das aber geschickt hier gelöst haben, die Art der Raumnutzung. Das hat mir damals wirklich gut gefallen, dass man auf relativ kleiner Fläche die Irrenanstalt baut mit diversen Räumlichkeiten. Das fand ich wirklich toll, und hier stehen ganz viele Ideen drin, die ich immer noch super finde. Also ganz viele Eigenschaften, die ich bei einem Horror-Game mag, findet man hier eben wieder, und das hat mich damals schon so wirklich fasziniert an diesem Raum. Und mich interessiert vor allen Dingen, oder habe ich richtig Bock drauf, diese indirekte Interaktion. Also praktisch, du hast keinen Schauspieler, aber trotzdem hast du das Gefühl, hier ist jemand. Und dass man so damit spiegelt, was könnte als nächstes kommen? Das gefällt mir auch bei Filmen zum Beispiel richtig gut, bei Horrorfilmen. Und wenn das hier so umgesetzt wird, also ich denke mal, das hat auch dann, auch ohne Live-Schauspieler, macht das richtig Bock, dass der Spieler, der dir das Gefühl gibt, Moment, hier kommt gleich einer, hier ist gleich jemand, hier rappelt was. Also ich denke mal, da geht einem schon die Düse. Ich erinnere mich an das Spiel von uns. Wir haben die ganze Zeit nämlich überlegt, ist hier noch jemand drin, ist hier keiner drin, und haben sogar während des Spiels noch diskutiert, nee, das war jetzt gerade eine Person, nee, das war keine Person, also keine reale Person. Das fand ich hier wirklich ganz toll, ja. Genau. Und es gibt überraschende Wendungen. Wir sitzen jetzt hier gerade drin, du siehst einiges, aber ich kann dir versprechen, du siehst noch nicht alles. Es ist wirklich, wirklich gut gemacht. Ja, und ich versuche auch, mir möglichst wenig zu merken, damit ich auch das Erlebnis doch habe. Das ging auch schon hin, ja. Nicht alles gesehen ist korrekt. Auch für mich steht die Heilanstalt bis heute weit oben auf der Favoritenliste. Nicht nur, weil sie ein wundervolles Spiel konzipiert hatten, sondern weil sie es geschafft haben, ihrem Abenteuer eine beeindruckend raffinierte Kulisse zu bauen. Doch eine Sache sticht besonders hervor. Das Storytelling, glaube ich. Also war jetzt so, ne, wie man fragt, ist ja das Feedback noch ein bisschen anders, aber es ist so grob. Storytelling war gut, man hat die Geschichte einfach von Anfang an verstanden und hat die so durchgespielt, statt so das Gefühl zu haben, einfach so einen Raum durchzuspielen, sondern hast so immer automatisch, okay, das habe ich jetzt fertig, das ist das Nächste, was ich tue. Für dich ist es einfach so eine Stunde ein Film. Darum fragt doch eigentlich am Ende jemand, ist es schon vorbei, oder? Weil die dann immer denken, es geht ja jetzt weiter, wir machen noch das und das und das. Aber die kommen eigentlich gut durch den Raum durch, und dann halt so mit Licht, Ton und so weiter. Da haben wir halt sehr viel Zeit investiert, also ich glaube wahrscheinlich genauso viel wie in die Kulisse selber. Dass wir da nochmal uns hier hingestellt haben und dann so, ja, zieh den Regler nochmal hoch, nee, mach nochmal runter, okay, jetzt ist es, glaube ich, cool. Und wie lange wir uns mit irgendwelchen Flackern beschäftigt haben, dass das cooler flackert oder so. Also sind, glaube ich, so die Details, die man dann, die das einfach ausmacht und dass die Story einfach verständlich ist. Und die Leute, die mitkriegen wollen, können sie mitkriegen. Die anderen Leute können auch einfach so spielen, ohne dass sie den Raum nicht verstehen. Und dann ist eigentlich jederzeit klar, was passiert. Und da sind, glaube ich, die Leute dann zufrieden am Ende, weil sie die ganze Zeit verstanden haben, was man macht. Es wird sehr gut angenommen. Also dafür, dass es dann gruselig ist und man denkt, dass die Hürde ist da größer. Mhm. Man kann sagen, hast einen Abenteuerraum, kannst jeden da reinschmeißen, der vielleicht das Campen zum Beispiel nicht kennt und sagt, ja, probieren wir mal aus. Da ist ja bei so einem Horror-Grusel-Thema immer so ein bisschen, na, kommen die Leute dann auch. Aber es hat super funktioniert. Und selbst Leute, die sagen, oh, weiß ich nicht, also Horrorfilme kann ich, immer mal gucken. Die haben auch mega Spaß und sind jetzt auch dann nicht die abbrechen. Mit Abbrechern kennt sich ein Anbieter besonders gut aus. Im Sommer 2022 eröffnete The Dark Forest seine Pforten und schaffte es als Newcomer nach nur 5 Monaten schon auf den 29. Platz der Tepeka-Liste. Aber dazu später mehr. Und die Gründer Saskia Pobatnik und Christian Kohlhaas spielten in Athen einen Raum mit dem Namen Lichwa Woodland und entschlossen sich, das Konzept nach Deutschland zu holen. Die Geschichte allerdings ist längst nicht mehr dieselbe. Ja, man ist als Spieler auf der Suche nach seinen Freunden, also Blogger, die über Grusel, Wälder, irgendwelche paranormale Aktivitäten erkunden, weltweit. Und die sind halt in Rumänien aktuell und wollen den Hoyerbacu erkunden. Es ist tatsächlich ein Wald, den es in Rumänien gibt, wo auch nachgesagt wird, dass es dort spukt in diesem Wald. Und wie soll es anders sein? Die Spieler verschwinden,
also nee, die Freunde verschwinden, die Blogger verschwinden und die Spieler sind dann halt auf der Suche nach ihnen. Zuletzt wurden die Freunde an einer Hütte im Wald oder am Waldrand gesehen. Das ist so das letzte Lebenszeichen, was man von ihnen hat. Und eben vor dieser Hütte startet man dann auch und Beginnt dann die Nachforschung nach den Freunden. Genau, das ist eigentlich so die grobe Story, dass man seine Freunde sucht und mehr darf ich nicht verraten, weil das würde schon den Ausgang des Spiels verraten. Doch wie kam es nun zu der endgültigen Entscheidung, ein Konzept aus Athen nach Deutschland zu bringen? Wann waren wir denn in Athen? Vor 2 Jahren. Als die Erde erkaltete, waren wir mal in Athen und haben da viele Horrorräume gespielt. Und der Raum, der mich am meisten beeindruckt hat, war tatsächlich Lich, was Woodland. Weil ich einfach noch nie einen Raum erlebt habe, der so ein bedrückendes, realistisches, gruseliges Gefühl in mir hervorgerufen hat. Und der hat mich nachhaltig beeindruckt. Und wir haben dann, glaube ich, den Inhaber kontaktiert per E-Mail, ob er nicht Interesse hätte, sein Konzept zu verkaufen, dass wir das in Deutschland anbieten dürfen. Er hatte dann auch Interesse. Aber wie lange hat das gedauert? Ein Jahr oder so, glaube ich, bis das unter Dach und Fach war. Dann ging alles relativ schnell. Das Einzige, was uns ein bisschen aufgehalten hat, war die Location-Suche. Weil um einen realistischen Wald darzustellen, ist halt schwierig, wenn ich 2,50 Meter Deckenhöhe habe und 30 Quadratmeter. Also haben wir eine Immobilie gesucht, die mindestens 200 Quadratmeter groß war, idealerweise nicht von Säulen durchzogen war und natürlich auch finanziell darstellbar war und haben dann, ich glaube, im dritten oder vierten Anlauf die Location hier gefunden, die es dann final auch geworden ist, wie man sieht. Und haben dann angefangen, das Konzept hier umzusetzen. Während der Umsetzungsphase haben wir aber relativ schnell gemerkt, dass das Originalkonzept aus Griechenland irgendwie nicht so richtig viel Sinn macht, was wir in Griechenland aufgrund der, wie soll ich das charmant ausdrücken, anherrschenden Panik nicht so richtig realisiert haben, dass das irgendwie alles keinen Sinn macht, was man da machen muss. Also ist aus dem Konzept, was wir gekauft haben, letztendlich nur übrig geblieben, der Kontakt der realistischen Bäume, wo wir die quasi produzieren und einkaufen können. Und den Rest haben wir dann in Eigenregie umgesetzt. Doch vom Bau bis zum fertigen Raum dauerte es eine Weile, bis das Spiel seine neue Form angenommen und sich in die gigantische Kulisse eingearbeitet hatte. Ich durfte das Team stellenweise bei der Neugestaltung des Game Designs und dem Storytelling unterstützen und bin nach wie vor beeindruckt von der Authentizität der Spielfläche, der Atmosphäre und dem herzhaften Einsatz der Game Master. Alleine durch die harmonische Kombination aus Escape-Spiel, Schauspiel und Scare-Acting legen Escape Stories Wuppertal die Latte ein ganzes Stück nach oben. Doch bevor alles losging, wurden die beiden damals von Malte nach Athen begleitet. Auch ihn hat der Raum nachhaltig beeindruckt. Er hat zum Zeitpunkt des Interviews den Raum in Wuppertal noch nicht gespielt. Uns berichtete er von seinen Eindrücken aus Athen. Es geht um ein Wald, den man betritt. Es ist wahnsinnig immersiv, es stehen dort echte Bäume. Man erlebt eben seine eigene Horrornacht in diesem Wald und trifft da auf Kreaturen und muss da eben dann rausfinden, was in diesem Wald passiert ist. Also ich weiß, wir haben in Wuppertal bei dem gleichen Anbieter halt 2 Räume gespielt und durften dann in die Baustelle rein. Mhm. Und allein schon im Rohbau war das so faszinierend. Diese Bäume, du konntest sie anpassen. Das war wirklich dann sehr, sehr immersiv und sehr authentisch. Und ich denke mal, wenn es dann richtig losgeht, wenn es dann wirklich duster wird, dann, mein lieber Scholli, da freue ich mich schon drauf. Auf jeden Fall. Ich kann mich noch zurückerinnern, bei der Buchung damals habe ich mich nämlich gefragt, ist das ein wirklicher Wald? Also spielt das Ganze draußen oder eben indoor? Das Konzept kannte man bisher noch gar nicht. Also ich kannte bisher immer nur fertige Räume, eben abgegrenzte räumliche Kulissen, die man irgendwie bespielt hat. Und bei dem Konzept ist es ja eben so, dass es ein komplettes Outdoor-Setting ist. Und das fand ich damals eben so toll, dass man da wirklich mit dieser Weite spielt, mit der Deckenhöhe, dass da eben wirkliche Bäume drinstehen. Das fand ich da wirklich sehr spannend und das hat die beiden dann ja auch sehr begeistert. Ich habe keine Angst, ich bin verheiratet. Ich weiß, dass ich damals in Athen, da hatte ich wahnsinnige Angst. Ich möchte jetzt gar nicht zu viel spoilern, aber es war auf jeden Fall einer der Räume, wo wir wirklich sehr viel gerannt sind, wo wir sehr viel geschwitzt haben. Dieses Spiel zwischen Anspannung und Entspannung, also dass man verfolgt wird und dann wieder nicht verfolgt wird, das war wirklich gut gelöst. Auch die Art und Weise, wie man Hinweise bekommen hat, das war alles sehr
ja sehr, sehr immersiv, wirklich sehr toll gelöst damals in Athen. Ich glaube allgemein mit Horrorräumen ist das so wie mit Sport. Also man quält sich hin, weil man sich denkt, ach Mensch, Kerl, was da wohl auf mich zukommt. Und wenn man es dann gemacht hat, fühlt man sich einfach gut. Weil man dann denkt, das habe ich diesen Raum auch noch geschafft. Den hast du erstmal gezeigt. Und so war es ja dann auch bei bisherigen Escape Room Horrorräumen, die wir gespielt haben. Am Ende denkst du dir, boah, was bin ich für ein Held, ne? Ja, das Gefühl hinterher, genau, ja. Dass man es dann geschafft hat, ja. Und da ist, glaube ich, noch ein großer Unterschied zwischen dem Dark Forest und anderen Räumen. Es beschränkt sich, zumindest in der Version, die ich in Athen gespielt habe, nicht nur auf Jumpscares, sondern es geht darüber hinaus. Es gibt interaktive Momente, die eben mehr sind als jetzt nur, ich gucke mal hinter einem Duschvorhang her und springe da irgendwie aus der Badewanne oder so raus. Ja. Das ist, glaube ich, auch ein großer Unterschied. Damit hat man natürlich dann die Leute auch schnell begeistert. Also was ist es nun, was den Dark Forest von Lichfer Woodland unterscheidet? Also ich glaube, dass erstmal unser Wald ja jetzt viel größer ist als der ursprüngliche Raum in Athen. Also in Athen hatte er, glaube ich, 60 Quadratmeter und bei uns ist es ja fast das Doppelte. Das Dreifache. Das Dreifache, ja, stimmt. Das Dreifache mit dem ersten Raum und so. Und das musst du natürlich auch erstmal füllen. Natürlich ist und bleibt es ein Wald, aber wir haben halt gemerkt im Laufe der ersten Spiele, wir brauchen vielleicht noch eine Hütte, wo Spieler hinkommen, die wie so eine Strafe erhalten, wenn sie nicht sich an Anweisungen halten. Wir haben gemerkt, unser Ende oder das Ende, wie es in Athen ist vom Raum, war sehr nackig. Da wir ja immer alles sehr schön und hübsch haben wollen, haben wir da halt noch ein bisschen nachgearbeitet. Generell im Laufe der Spiele merkt man halt, wo was fehlt, wo ein Rätsel noch nicht rund läuft. Ich finde immer gerne überhaupt kein Ende. Also ich könnte hier locker noch ein Jahr, glaube ich, dran weiterbauen. Es fühlt sich so echt an, weil es halt ein echter Wald ist. Und also ich glaube, die Symbiose aus Setdesign, Licht- und Tontechnik, gepaart eben mit den vielen Kleinigkeiten, das ist schon super, super realistisch. Also das ist auch das, was wir von den Kunden als Feedback bekommen, dass sie das sich im Leben nicht so realistisch und so gruselig vorgestellt haben. Echte Straßen, also letztendlich sind hier alles authentische Materialien verbaut ja. worden, bis auf eine Handvoll Bäume. Das ist aber der Hintergrund, dass wir das Blätterdach quasi füllen müssen und die Bäume dann extern künstlich eingekauft haben, eben mit den Dimensionen, die wir hier brauchten, um eben quasi so ein Blätterdach zu konstruieren. Und die sind eben aufgefüllt worden mit echten Baumstämmen. Ja, also letztendlich ist alles, was man hier sieht, vom Boden über die Deko, über Großteil der Bäume, alle anderen Materialien, Steine, sind halt auch realistisch und könnten auch im echten Wald stehen. Unser drittes Abenteuer ist zwar nicht inspiriert durch einen anderen Raum, aber durch einen nicht unbekannten Horrorroman. Mit Es ist zurück eröffnete die Code Agency Düsseldorf im Dezember 2022 seine zweite Horrormission, die es in sich hat. Die Spieler betreten nach vielen Jahren wieder die Straßen ihrer Kindheit und fangen an, sich an die grausamen Ereignisse zurückzuerinnern, die sie damals vertrieben haben. Doch ob sie es diesmal schaffen, dem Horror ein Ende zu machen und den Clown zu besiegen, bleibt abzuwarten. Zum Zeitpunkt des Interviews war der Raum noch nicht hundertprozentig fertiggestellt. Max Giesen ist der Betreiber hinter dem Raum und zum zweiten Mal bei Escape Room Stories mit dabei. Auch mit der Thematik kannte er sich schon ein wenig aus. Wir hatten den Pennywise-Auftrag von Warner, ja, als die Neuverfilmung kam für Hamburg, haben da Cabin in the Woods umkonzeptioniert und umgebaut. War natürlich brutal gut, wochenlang ausverkauft und richtig geil. Und das, was wir alles im Ausland gesehen haben, war auch sehr, sehr beeindruckend. Und dann haben wir ja wahnsinnig viel in alle Richtungen nachgedacht, welche anderen Horrorthemen es gab. Wir waren aber immer sehr, sehr nah am Poltergeist und oder an physischer Gewalt, was uns jetzt gar nicht so gefallen hat. Und ja, dann kamen wir am Ende hier rauf, weil wir was haben wollten, was möglichst eine starke Unterscheidung hat. Da haben wir dann natürlich jetzt auch mit dem Game Design Team dann die Möglichkeiten, einfach ein bisschen breiter zu denken und dem ganzen Prozess ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Also das war eigentlich so ein bisschen, das waren so die zwei Beweggründe. Was anderes, und da wir das schon kannten und das sich für uns am besten geeignet anfühlte, ist es dann das Thema geworden, ja. Da ich selbst bei diesem Abenteuer Game Designerin war, habe ich natürlich den kompletten Prozess vom leeren Raum bis zum Spielstart dokumentiert. Es geht los!
Auf einer Fläche von über 100 Quadratmetern und einem Team mit weit gefächerter Expertise sollte bald ein Spiel entstehen, das dem Spieler sowie dem Stephen King-Fan komplett verschlingt und nachhaltig beeindruckt. Weil wir schon gemerkt haben, dass im Poltergeist natürlich durch die Anspannung auch super viel Information verloren geht und das nicht so einen Schwerpunkt auf der Geschichte hat, haben wir es nochmal von der Konzeption diesmal, glaube ich, ein bisschen anders gemacht, einfach noch mehr die Geschichte rüberzubringen, noch mehr, dass durch die Rätsel, durch die Aufgaben man auch versteht, was passiert. Andere Elemente noch mit eingebaut, die man aus klassischen Missionen kennt, über die man dann eben den Kontext versteht und die Aufgaben lernt. Ich glaube, das ist nochmal ein großer Unterschied. Und zu der Bauphase und Konzeptionsphase, also da haben wir, glaube ich, korrigier mich, 2 Monate dran gearbeitet, an der groben Planung, inklusive dann nachher auch Umsetzung von Skizzen, von 3D-Modellen und der räumlichen Verteilung, Kabel, E-Plan, Beleuchtung und alles. Und dann ging es, glaube ich, schon los und dann war ja immer wieder fortwährend auch nochmal Anpassung, Überarbeitung. Am Ende dann nochmal einen Monat, würde ich sagen, bestimmt Feintuning mit Rätseln, Aufgaben. Aber reine Bauphase, glaube ich, von der ersten Trockenbauwand bis heute, 9 Monate waren wir, glaube ich, zugange, würde ich sagen, 8 Monate dann ungefähr. Und es ist jetzt nahezu fertig, es ist noch nichts patiniert, es sind noch keine Details, aber die Kulisse ist zu 90% erstmal da. Also dann waren wir so insgesamt irgendwie 10 Monate, glaube ich, mit allem dann zugange, kann man sagen. Bei all dem Aufwand fragt man sich, brauchen Horrorräume denn eine so detailreiche Kulisse? Naja, also ich glaube, wenn richtig gute Escape Rooms mit geilen Effekten und geilem Licht und gutem Sound und richtig eingesetzten Effekten in einer geilen Kulisse stattfinden und du bist in einer abenteuerlichen Mission, Zeitreise, weißt du, Geier, und setzt das dann auch in dem, hast diesen Anspruch für eine Horrormission, dann ist das, glaube ich, auch nochmal wieder ein Schritt mehr als das, was man vielleicht irgendwie so aus dem Ausland kennt. Und da haben wir ja tatsächlich nur 1-2 Sachen gespielt, die ja wirklich auch eine richtig handwerklich überzeugende Kulisse hatten und wo du halt nicht ständig das Gefühl hattest, okay, das ist jetzt hier zusammengezimmert und irgendwie schnell angemalte USB-Platte. Hat irgendwie funktioniert, aber ja, also es funktionieren ja auch noch Räume von 2014. Ist das ein 5-Sterne-Erlebnis? Kann man drüber streiten. Aber ich glaube, wenn man das versucht zusammenzukriegen, geile Kulisse, geile Technik, alles, was dazugehört und das Horror-Thema, dann ist es einfach nochmal Next Level. Und ja, ich meine, die Leute wollen ja auch einfach hier mit offenem Mund irgendwie rausgehen und dann kommen sie halt auch wieder. Damit Hartmut und Malte sich einen Eindruck machen konnten über den Raum und das Spiel, habe ich ihnen ein paar Fotos vom Bau zur Verfügung gestellt. Kanalisationsplan, wunderbar, es geht in die Kanalisation. Da bin ich ja beruhigt, dann haben wir alles drin. Und damit sich keiner verläuft, you are here, sofort dann zur Orientierung, dass man erstmal schon mal weiß, wo es losgeht, falls mal einer fehlt. Mhm. Das bedeutet aber auch, man betritt hier die einzelnen Räume. Ja, schön. Ich bin mal gespannt, gerade wenn es ja mehrere Räume gibt, ob man sich dann zur Erkundung aufteilen muss, ob man am besten zusammenbleibt oder, das ist immer so eine spannende Frage, bleibt die Gruppe immer die ganze Zeit als Gruppe zusammen? Muss mal einer flöten gehen, dass der was alleine oder wird er getrennt, ohne getrennt werden zu wollen? Das ist immer so eine spannende Geschichte, ne? Gerade bei mehreren Räumen. Bei einer Isolation, die nur eine Person betrifft, ist es ja meistens die Person, die sich wirklich auch traut. Und alle anderen sind dann froh, dass sie nicht raus mussten. Ich finde das immer spannend, wenn alle isoliert werden. Also wenn es wirklich eine Isolation für jeden einzelnen Spieler gibt. Das finde ich toll, weil dann wirklich jeder Angst hat. Also gerade für mich als jemand, der wirklich so von technischen Sachen gar keine Ahnung hat, ist es für mich immer total faszinierend,
wie man so diese Kreativität dann tatsächlich so in so einem Raum umsetzt. Da steckt schon einiges an Arbeit hinter, mein lieber Scholli. Ich finde, man nimmt das immer so als Spieler im Raum so beiläufig wahr, wenn irgendein Gegenstand dort zum Beispiel an der Wand hängt oder irgendwie eine Fliese das. Aber dass das alles irgendwie erstmal dahin gebracht werden musste, alles sich vorher überlegt werden musste, das vergisst man immer, finde ich. Ja. Weil da ist ja vorher nichts und dann entsteht da eben eine neue Welt und das finde ich ist dann schon beeindruckend. Ja. Also wie viel Aufwand, wie viel Mühe da nicht nur bei dem Raum, aber jetzt bei jedem Raum eben dahinter steckt. Ne? Und zumal der oder diejenige, die dieses Skript gemacht hat, die hat ja praktisch schon den Raum in der Vorstellung und das so räumlich sich das räumlich vorzustellen, das finde ich faszinierend. Also, ja. Das finde ich wirklich gut. Okay. Habe ich schon Bock drauf. Ja. Ja, auf jeden Fall. Die ganze Technik, haben wir ja gerade schon gesagt, haben wir keine Ahnung von. Ja. Beeindruckt mich dann tatsächlich auch sehr. Ja, wie gesagt, da ist halt vorher wirklich nichts. Es ist halt einfach ein leerer Raum, wo dann eine komplett neue Welt entsteht. Ob Nervenheilanstalt, The Dark Forest oder Es ist zurück. Eins scheint sich langsam herauszukristallisieren. Der Horror ist in Deutschland angekommen und beinhaltet mittlerweile mehr als nur eine Flasche Kunstblut. Ja, die Spieler haben natürlich auch nochmal eine andere Intensität von Feedback, wenn die aus dem Poltergeist kommen, weil das so eine Grenzerfahrung ist, die sie halt sonst auch in einem geilen anderen Escape Room noch nicht erlebt haben und tatsächlich einfach viele anrufen, die sagen, habt ihr was mit Horror? Ne? Also wir sind da jetzt vielleicht dann auch ein bisschen bekannt für hier, aber ja, das ist eine schöne Spielwiese und es ist halt auch, tut auch gut, mal was anderes zu kreieren. Und man kann einfach wahnsinnig viele tolle Sachen auch machen. Und wir haben jetzt, weiß nicht, 10 Räume gebaut und designt und noch keinen richtigen Horrorraum von A bis Z. Ne? Wir haben zwar im Poltergeist ein bisschen was umgeändert und angepasst und so, aber das war natürlich für uns auch nochmal eine andere Herausforderung. Also wie unterscheidet sich nun Es ist zurück vom Poltergeist? Also viel abwechslungsreichere Kulisse, ganz andere Storyführung würde ich es jetzt nicht nennen, aber schon auch viel mehr Schwerpunkt auf das Thema Story und Geschichte. Und natürlich haben wir eine tolle Blaupause dafür einfach genutzt, klar. Und wir haben jetzt, glaube ich, versucht, andere Situationen zu schaffen. Poltergeist lebt natürlich von Dunkelheit, von Lautstärke, von Überraschung und Schreien, ne, auch. Hier, glaube ich, ist mehr Spannung und mehr, ist eine andere Geschwindigkeit auch des Spiels. Und in den Momenten, wo die Interaktionen da sind, wo die Teams in Kontakt geraten, ist es nicht so in your face, sondern ich glaube, es ist einfach eine bedrohlichere, aber auch schönere Situation, die eine andere Geschwindigkeit hat. Und damit fühlt es sich, glaube ich, anders an, als aus dem Poltergeist gehetzt nachher rauszukommen, unter wahnsinnigem Stress vielleicht, hat man, glaube ich, hier andere Momente, die man erlebt. Ich glaube, so kann man es möglichst spoilerfrei ausdrücken, vielleicht nachher dann bewerten, wenn man es dann gespielt hat. Also ist noch nicht fertig, aber war zumindest die Idee. Zum Glück ist nicht jede Horrorerfahrung automatisch gleich gruselig und bringt durch die unterschiedlichen Geschichten und liebevoll gestalteten Kulissen seine eigene Bandbreite und Kontraste hervor. Also wie hoch ist der Gruselfaktor des Dark Forests? Die Leute haben hier richtig Angst, sie machen sich in die Hose. Sie kommen schweißgebadet raus. Sie erwarten nicht, dass man so viel Angst haben kann. Also wir haben ja tatsächlich schon erwachsene Männer weinen sehen. Ja. Also natürlich gibt es hier Schauspieler im Raum, die dieses Spiel begleiten und es noch gruseliger machen. So, es steht in der Beschreibung, man ist nie allein in dunklen Wäldern und das ist halt tatsächlich der Fall. Ja. Wer hier rumspukt, wird nicht verraten. Also ich glaube, das Besondere an so einem Raum ist, dass du keinen Rückzugsort hast. Also wenn du
ich weiß nicht, einen klassischen Raum hast, irgendwie ein Hotel, eine Anstalt, was auch immer, du wirst immer irgendeine Ecke finden, wo du dich sicher fühlst. Ja, weil du weißt, okay, es gibt nur da eine Tür und wenn, kann der Schauspieler nur da durchkommen. Und das hast du in dem Wald halt nicht, weil er ist halt sehr offen und ein Baum bietet dir halt wenig Schutz. Ja, ist ja denn, du kletterst vielleicht drauf, aber das ist hier schwer möglich, schrägstrich verboten. Aber das ist, glaube ich, das Geheimnis des Grusels hier oder was uns vielleicht von anderen Horrorräumen unterscheidet, dass das so ein gruseliges, beklemmendes Gefühl ist und du hast einfach keinen Ort, an dem du dich sicher fühlst. Tatsächlich ist auch jedes Spiel hier anders. Also die unterscheiden sich ja alle voneinander. Natürlich hat man die Rätsel, die abgearbeitet werden. Man hat feste Szenen, die eingespielt sind oder die eingespielt sind von den Schauspielern. Aber man reagiert auch immer individuell auf die Gruppe. Wenn eine Gruppe eher auf Jumpscares reagiert, dann kriegen die natürlich viel mehr Jumpscares. Wenn eine Gruppe alleine durch die Anwesenheit des Schauspielers Angst hat, dann kriegen die mehr das. Also es ist tatsächlich sehr individuell und angepasst. Und das für die Schauspieler ist es hier eigentlich super einfach, die Leute zu erschrecken. Ich würde mal sagen, die Abbruchrate ist relativ hoch. Hätte ich am Anfang auch nicht gedacht, fand ich auch erst schlimm. Aber selbst die Personen, die abbrechen, egal zu welchem Zeitpunkt, ob direkt am Anfang oder Mitte des Spiels oder kurz vor Ende, sind immer noch total geflasht davon und hätten auch niemals gedacht, dass sie es abbrechen. Und für den Fall haben wir vorgesorgt und ein Kino gebaut. Das heißt, jeder, der abbricht, kann im Kino sich hinsetzen und kann das ganze Spiel dort verfolgen, hat alle Sicht auf alle Kameras, hat den Ton. Also eigentlich ist es eher lustig, wenn man abbricht, weil man dann sieht, wie viel Angst dann die Freunde haben oder die Familie, die dann weiterspielt. Aber es gibt schon so, sagen wir mal, von 4 Tagen, wo wir aufhaben, schon immer so 4, 5 Leute, die am Wochenende abbrechen. Das Schlüsselelement? Die Schauspieler, die die Geschichte zum Leben erwecken und einem die Haare zu Berge stehen lassen. Das Team von Escape Stories trainiert mit besonderer Leidenschaft mit ihren Game Mastern, um die bestmögliche Performance an den Tag zu legen. Ja klar, wenn jetzt jemand kurz vor einer Panikattacke ist oder so, dann fahren wir natürlich ein bisschen zurück und forcieren das nicht unbedingt noch, dass der immer wieder erschreckt wird. Aber man kann halt auch nicht alles rausnehmen. Die meisten Gruppen reichen die normalen Erschrecker, die eingeplant sind. Und da gibt es dann halt die eine oder andere Person, die das einfach unterschätzt hat und raus möchte, weil es zu realistisch für die ist. Ja, ich meine, so ein Horrorraum lebt ja auch von der Interaktion zwischen Schauspieler und den Kunden. Und wir betreiben das ja schon mittlerweile ein bisschen. Und die haben echt ein gutes Gefühl dafür, bei wem man wie weit gehen kann. Du merkst ja auch, ob die Gruppen da Bock drauf haben oder nicht. Und genau da steigt der Schauspieler natürlich eben auch ein. Ne? Also wie Saskia schon sagte, das ist recht individuell. Unterm Strich ist es ja ein Theaterstück, was eingeprobt ist, was verschiedene Szenen angeht. Aber dazwischen hat der Schauspieler oder die Schauspieler eben die Freiheit, sich auf die Gruppe einzulassen und eben zu gucken, wie interagiert man am besten mit der Gruppe, dass sie eben das bestmögliche Erlebnis haben. Funktioniert tatsächlich aber auch nur, wenn die Gruppe mitarbeitet. Also wenn sie sich an Regeln halten, wenn sie ein bisschen mitspielen. Es gibt auch immer die klassischen Spieler, die hier nur auf Rätsel aus sind. Die gibt es hier nicht. Ne? Also du musst alles bedienen, klar, auch ein paar Rätsel. Wir haben eher mehr Aufgaben, die man erledigt, weil die meisten Leute können nicht mehr 2 + 2 rechnen oder vergessen, wie sie heißen hier drin, weil sie so viel Angst haben. Den kannst du kein schwieriges Rätsel über 3 Ecken anbieten. Man bewegt sich einfach auch ganz anders durch einen Raum, wenn man weiß, da ist jemand oder da könnte jemand sein. Jeden Augenblick erwartet man das und hat eine gewisse Grundspannung im Spiel. Also ich brauche schon eigentlich Schauspieler für Horror. Nicht jede Begegnung mit einem Schauspieler ist immer angenehm. Gerade wenn dieser nicht weiß, mit dem Kunden umzugehen oder Grenzen überschreitet. Das wollte ich nochmal anmerken, dass ein Schauspieler jetzt kein Garant dafür ist, dass das ein guter Raum ist, sondern dass das eben leider auch dann auch in die Hose gehen kann. Und das Erlebnis der Gruppe darf nicht davon abhängig sein, welchen Schauspieler du gerade erwischt, sondern muss als Anbieter wirklich sehen, dass die Leistung der Schauspieler und Schauspielerin möglichst auf einem Level ist, dass man nicht praktisch, ach Gott, jetzt habe ich den, jetzt geht's in die Hose, weil der tölpelig ist oder wie immer, sondern musst du wirklich auch sehen, dass du dann bei deinen Schauspielern immer ein Level hast und dann jede Gruppe wirklich dann das gleiche Niveau erreicht. Absolut, genau. Ja, das ist, glaube ich, schon die große Kunst vom Anbieter. Zu den Extremen würde ich gern mich auch auf das Ausland beziehen. Ich finde, ein Anfassen im Sinne von Schauspieler verfolgt mich und berührt mich. Wenn er mich berührt, werde ich zum Beispiel isoliert, das finde ich absolut in Ordnung. Oder ich werde berührt vom Schauspieler und es wird irgendwie 5 Minuten Zeit abgezogen.
Das finde ich völlig in Ordnung. Für mich ist irgendwann eine Grenze erreicht, wenn ich aktiv irgendwie angefasst werde. Bei dem einen Spiel wurde ich gegen die Wand gedrückt und eben angekettet. Das ist für mich auch noch okay, weil ich eh angekettet werde. Aber jetzt gerade in Spanien, bei dem einen Spiel wurde uns ein Sack übergestülpt, komplett in der Dunkelheit. Ich konnte eben gar nichts vorher irgendwie sehen, sondern man ging da rein und dann wurde einem das direkt übergestülpt. Und dann haben die halt in die Seite so gekniffen oder man lag dann im Bett und haben mir mal in den Bauch geschlagen. Das finde ich jetzt dann irgendwie grenzwertig. Also wir haben es da nicht abgebrochen, weil es einmalig war. Aber sowas muss ich nicht dauerhaft in einem Raum haben. Ich finde, Gewalt brauche ich nicht in einem Raum. Auch was das Thema Waffen angeht, in Kombination mit Schauspielern, finde ich einfach daneben. Das brauche ich nicht in einem Escape Game, wo ich irgendwie mal eine schöne Stunde verbringen möchte. Da brauche ich keine Gewalt am eigenen Körper oder mit Waffen. Ja, also wenn es dann wirklich sehr eng wird, wenn einem dann praktisch, jetzt als Beispiel, wenn die Wände sich so, dass man praktisch wirklich so, wenn einem die Luft abgeschnürt wird, also wir hatten in Almeria, dass dann der Schauspieler so an die Kehle bei mir kam und dann mir so drohte halt, klar, man weiß, dass es ein Schauspieler, aber trotzdem hast du erstmal Angst, weil die Luft weg ist. Und in Murcia hat dann die Spielerin von Almeria gesagt, gibt es einen Escape Room Anbieter, wo du in 6 Stufen sagen kannst, wie viel Gewalt du haben möchtest. Und ab 5 wird dir dann auch die Kleidung zerrissen. Mhm. Und das möchte ich einfach nicht. Das sind so wirklich Sachen, da hört für mich der Spaß auch auf. Ich möchte, wie du gerade schon sagst, das ist eine schöne Stunde. Lass uns mal eine schöne Stunde machen. Ja. Oder eben 90 Minuten. Aber ich möchte nicht richtig Angst haben. Also wirklich dann körperliche Angst. Ja. Ich glaube, man stumpft als Spieler schon recht schnell ab. Also beispielsweise bei mir ist es ja auch so, dass ich mittlerweile weiß, wie es funktioniert und dass ich nicht mehr ganz so viel Angst habe wie am Anfang. Ich habe immer noch super viel Angst, aber es ist nicht mehr ganz so schlimm wie am Anfang. Und wenn ich dann eben 100, 200 Räume noch mehr gespielt habe, dann ist es schon klar, dass ich irgendwie immer mehr möchte. Deswegen kann ich den Ansatz von dem Anbieter schon verstehen, dass es verschiedene Stufen gibt und wenn spanische Spieler dann meinetwegen 500 Räume gespielt haben, wollen die halt vielleicht immer mehr. Aber da ist bei mir tatsächlich dann auch die Grenze erreicht. Also das brauche ich nicht für ein Spiel. Aber würdest du sagen, wo du jetzt schon viele, also extrem viele Horrorräume gespielt hast, dass du vorher auch wissen willst, ob da Live-Actor drin sind oder ob du, willst du es vorher wissen oder möchtest du dich da überraschen lassen? Ich möchte es vorher nicht wissen. Wenn ich nämlich weiß, dass es Schauspieler gibt, dann warte ich eigentlich nur darauf, dass sie jetzt endlich einen Auftritt haben. Das finde ich dann immer ein bisschen schade. Ich gehe da gerne rein, ohne dass ich es weiß. Meistens erfährt man es ja irgendwie doch schon vorher. Oft bekommen ja die Informationen noch bei der Buchung, dass man die Schauspieler nicht anfassen darf, dass man da bestimmte Dinge noch unterschreiben muss. Dadurch ist es dann eher schon so ein bisschen weg, dieser Überraschungseffekt. Genau. Ja. Dass es allerdings nicht immer einen Schauspieler im Spiel braucht und Furcht auch über andere Effekte erzeugt werden kann, beweist das Team aus Mönchengladbach. Es ist kein Schauspieler im Raum, aber der Spielleiter kann in das Spiel eingreifen, je nachdem, wie notwendig das ist. Also man kann es halt gut auf Gruppen anpassen, die mögen mehr Horror und weniger Horror. Wenn ihr jetzt merkst, nach einmal hat ihr irgendwie was gerappelt, okay, die gehen nicht mehr weiter und als Gruppe haben einfach alle Angst und sagen, ne, wir brechen vielleicht gleich ab. Dann kann man das alles ein bisschen runterfahren, aber man kann auch noch so ein bisschen steigern. Also der Spieler hat halt immer ein bisschen Spielraum, kann sich hier so recht frei bewegen und so ein bisschen interagieren, wie er gerade denkt, dass die Gruppe gut drauf reagiert. Aber es ist jetzt niemand, der ja hinterherläuft. Wir haben es ja mal mit Schauspieler ausprobiert. Ja. Die Abbruchquote war sehr hoch. Ja? Ja. Davon die Perücke, die da vorne liegt? Die was? Die Perücke, die da... Ja, genau. Wir haben es probiert. Es funktioniert auch echt gut, lustigerweise, trotz der bescheidenen Fläche. Aber die Leute haben nichts mehr gemacht dann. Weil es dann auch, glaube ich, von der Fläche her sind die Leute dann immer so ein... Was die gesehen haben, ist dann zu nah. Also sie wollen ja das gar nicht ausprobieren, weiterzugehen. Weil sie sich denken, okay, der stand ja direkt da vorne. Oder ne, da ist irgendwas gewesen. Und dann hast du hier so dieses... Ich mache die Tür jetzt erst gar nicht mehr auf. So. Und dann stehen sie dann 10 Minuten rum. Und da hat er dann auch keiner was von. Wenn wir dann ab da nur noch der durchziehen muss, da hat er keiner mehr Spaß so richtig. Sondern einfach nur noch Angst und für die Stunde überleben. So. Ja, bei uns ist ja hauptsächlich, gruseln die Leute sich auch, weil sie irgendwas nicht wissen. So, ist da was? Oder ich glaube, da ist was. Und dann passiert die ganze Zeit nichts. Aber dieses, ich habe Angst, weil ich denke, da passiert eventuell was, reicht dann teilweise schon. Und wenn aber ein Schauspieler Sinn macht, statt ihn einfach nur reinzustellen und zu sagen Buh und dann gehen oder so, finde ich eigentlich immer gut.
Person nur nicht einfach reingestellt werden, damit man sagen kann, mit Schauspieler. Aber es sind zwei verschiedene Arten von Spielen, glaube ich. Weil mit Schauspieler, haben wir bei Catacombs gemerkt, da darf das Spiel nicht komplex sein. Nee. Das, weil da wirklich jemand ist, und dann ist es nicht nur der Gedanke, da könnte was sein, du weißt, da ist was. Und dann hast du nämlich auch keine Lust, dich auf was zu konzentrieren. Oder die ganze Zeit so. Oder vorzugehen. Ja, vor allem vorzugehen. Wir haben Schnitt ja schon gespielt. Und trotzdem. Jedes Mal. Jedes Mal, wenn wir bei Catacombs gemeint haben, okay, wir müssen jetzt weiter, haben wir Schnitt ja schon gespielt, wer vorgeht. Und dann gab es trotzdem Diskussionen, warum man verloren hat. Ich war ja eben ja schon. Ich hätte ihn jederzeit verkauft. Ja, ich auch. Eine wirklich immersive Erfahrung ist allerdings mehr als nur ein Buhgeist an der richtigen Stelle. Also was braucht ein guter Horrorraum und wo geht es hin mit der deutschen Horror-Escape-Room-Szene? Also ich glaube schon, oder vielmehr ich hoffe, dass wirklich dann durch diese Horror-Escape-Rooms, die jetzt wirklich dann auf den Markt kommen, dass das so eine Signalwirkung hat für andere Anbieter, dass es zum einen von der Community, von den Spielern und Spielerinnen wirklich angenommen wird und dass auch andere Anbieter sehen, wir können mal was wagen. Denn wie gesagt, wie ich schon gesagt habe, jetzt mit Qualen, Reize aus oder Ängste ausloten, dann mit The Dark Forest, diese große Spielfläche, dass die Leute auch mal was wagen, dass sowohl Escape Stories in Wuppertal, The Code Agency, die einfach auch jetzt mal den Mut haben zu sagen, komm, jetzt packen wir es mal, wir wollen eben nicht mal, was ich eben schon gesagt habe, den Vergleich, ach ja, in Holland geht das, hier geht's nicht. Wir wollen zeigen, es geht. Hoffentlich klappt das, hoffentlich wird es angenommen und hoffentlich hat das dann auch eine große Signalwirkung, dass andere Anbieter auch nachziehen. Da hätte ich richtig Bock drauf. Auf jeden Fall. Ich stimme da definitiv zu. Ich hoffe auch, dass sich da einiges tut. Ich hoffe, dass die Anbieter kreativ werden, dass es nicht nur billige Jumpscares sind, sondern dass eben in den Räumen etwas Interaktives passiert, Isolationsmomente vielleicht passieren, Interaktion zwischen Schauspielern und Personen, also Spielern. Ich glaube, da ist ganz viel Potenzial noch, was wir im Ausland sehen, was hier noch gar nicht ausgeschöpft wurde, was aber definitiv möglich ist. Ich würde mir zum Beispiel mal wünschen, dass man, ähnlich wie bei Brandon Darkmore von The Room in Berlin, direkt im Spiel ist, dass man beim Anbieter ankommt und gar keinen Empfangsbereich mehr hat, gar keine Lounge oder sowas hat, dass es direkt losgeht. Und ansonsten, wenn ich mir noch eine Sache wünschen dürfte, wären das Outdoor-Szenarien auf jeden Fall, weil ich das extrem spannend finde, wie man das umsetzen kann oder dass man es eben auch umsetzen kann. Dieses Dreidimensionale, das gefällt mir ganz gut an beispielsweise Athen. Dort habe ich Häuser, die ich komplett umlaufen kann. Also es ist nicht nur, dass ich eine Häuserfassade von vorne sehe und dann reingehe in das Haus, sondern es ist wirklich freistehend, nicht komplett, aber manchmal eben komplett freistehend, dass ich wirklich auch drumherum gehen kann, manchmal irgendwie drei Seiten. Also mehr noch dieses Immersive, dieses Dreidimensionale, das würde ich mir eigentlich wünschen für Deutschland, wenn der Platz dann da vorhanden ist. Und wenn es finanziell passt. Und wenn es finanziell passt, ja. Genau. Das ist ja immer so das große Argument, das von den Leuten dann gesagt wird, hör mal zu, wenn ich die Quadratmeterpreise in Athen, wenn ich die hier in Bottrop-Lüdenscheid, Klein-Knittersdorf hätte, dann könnte ich mir auch dann so eine große Halle mieten, wo man dann dreimal drum rumlaufen kann. Aber irgendwann ist doch mal dann dieses, würdest du sagen, das Argument ist irgendwann mal ausgelutscht oder passt das wirklich? Ich finde, das Gegenbeispiel ist Holland, weil da sind die Preise noch viel schlimmer, die Grundstückspreise, die Mieten. Und die schaffen es eben auch, diese Weite zu erzeugen. Stay in the Dark ist riesig groß in einer alten Fabrik. Ich finde, dass das Argument langsam durch ist, also dass man mit kreativen Lösungen da wirklich was erreichen kann. Und genau da setzen die meisten Anbieter auch an. Dass Horror in manchen Teilen der Welt nicht nur wegen der kreativen Köpfe so funktioniert, ist keine Neuigkeit. Eigentlich möchte ich gar nicht die anderen Anbieter ermutigen, noch mehr Horrorräume zu bauen, um ehrlich zu sein. Weil wir das einfach richtig gut machen und das natürlich auch dazu führt, dass das Thema größer wird, ne? Und mehr Leute auch Bock drauf kriegen. Auf der anderen Seite möchte ich jetzt auch nicht jedem sagen, mach einen Horrorraum, weil das kann auch voll in die Hose gehen. Und die Leute kriegen, wie mit dem klassischen Beispiel Harry Potter Raum, kriegen ein geiles Google-Bild gezeigt und gehen rein und stehen vor der Fototapete und sagen, wollt ihr mich verarschen, 34 Euro. Ich möchte mein Geld zurück und damit ist das Thema Horror dann auch wieder voll unter Beschuss oder, ne, das ist jetzt natürlich sehr allgemein, aber
es muss einfach geil gemacht werden. Es muss einfach richtig geil gemacht werden und dann reicht es einfach auch nicht, das Licht auszumachen und irgendwie Buh zu rufen und reinzurennen und, oder irgendwas umfallen zu lassen. Das ist dann einfach ein bisschen oll. Ein paar Sachen haben wir ja auch gespielt und haben uns ja schon auch schlau gemacht und einiges gesehen. Poltergeist ist natürlich schon ganz weit vorne. Dark Forest ist auch Wahnsinn, absolut. Und dann kommt ja in Deutschland erstmal nicht mehr so viel. Deswegen hoffe ich, dass das mindestens auf dem gleichen Level dann ankommt. Bin ich aber fest von überzeugt. Und ja, gucken wir mal, wie die Leute nachher hier, wie häufig die abbrechen und wie schnell sie wieder raus sind. Aber ist zumindest der Anspruch, dass dann mindestens auf dem Level, wie die beiden genannten, dann irgendwie stattfindet. Die Horrorwelle scheint gerade erst ihre Fahrt aufgenommen zu haben und ist natürlich noch ausbaufähig. Denn bis jetzt haben sich nur wenige Anbieter an das Thema herangetraut. Obwohl ihnen früh davon abgeraten wurde, hat sich ihr Konzept für das Team des Timebreak Mönchengladbach als Kassenschlager erwiesen. Als einer der ersten Anbieter für Horror wissen sie, worauf es ankommt. Zumindest keine, die wir wüssten. Also vielleicht gab es irgendwo ein Dorf oder irgendwo jemanden und wir haben es einfach nicht mitbekommen nach Recherche. Ne? Aber und seitdem gibt es ja Schießen, was das Schießen und Boden ist auch übertrieben, aber es kommen ja immer mehr. Am Anfang dachte ich so, mal gucken, ob da irgendwas kommt, was innovativer ist. Justin, die sind grundsätzlich eh nicht so schreckhaft und auch keine ängstlichen Spieler bei Grusel-Horror-Spielen. Also, sagen wir mal so, es gibt auch genug Leute, die sich grundsätzlich im Spiel direkt so verhalten, es ist nur ein Spiel, ist mir ja alles egal. Ja gut, dann hast du auch keine Angst. Dann muss ich schon irgendwo drauf einlassen. Aber selbst dann haben wir eigentlich nie wirklich Angst oder irgendwas. Außer bei den Spielen, das ist uns aufgefallen, die gutes Storytelling haben und wo die Kulisse nicht voller Blut ist und einfach nur irgendwas kaputt ist oder so, sondern wo es einfach, wo die Story und die Atmosphäre bedrückend sind und wo du das Gefühl hast, diese Geschichte, die ich gerade höre oder erlebe, fühlt sich mega echt an. So, und dann haben wir auch Angst gehabt. Auch das Team aus Wuppertal konnte aus ihren zahlreichen Erfahrungen lernen. Also ich glaube, wir sehen gerade, dass der Trend dahin geht. Also ich würde jetzt nicht sagen, der klassische Escape Room ist tot, aber ich glaube, viele Leute suchen so das nächste Level. Also das war bei uns ja auch so, wir haben klassische Escape-Räume gespielt, die uns dann irgendwann nur noch sehr schwer begeistert haben. Also haben wir irgendwie versucht, ich sag mal, den extra Kick zu suchen, was dann eben Räume mit Schauspielern oder Horrorräume sind. Und ich glaube, der Umbruch findet in Deutschland gerade statt. Ich meine, mit, weiß ich nicht, 66 Minuten Geheimdepot, der Code Agency, die jetzt einen zweiten Horrorraum baut, in Bonn entsteht ein neuer Horrorraum und so weiter und so weiter. Also ich glaube, die Betreiber haben schon verstanden, wo die Reise hingeht oder vielleicht auch das, was das Kundenfeedback ist, wo die Reise hingehen muss. Und hier am Standort zum Beispiel haben wir uns entschlossen, nur Horrorräume zu bauen. Arbeiten auch gerade an einem zweiten und dritten Raum. Und ich sage mal, letztendlich das Kundenfeedback oder die Buchungszahlen sprechen ja auch dafür, dass das genau das ist, was der Kunde haben möchte oder wo die Entwicklung der Escape-Räume hingeht, unserer Meinung nach. Mit dem Horrorgenre traut sich die Szene mutig in neue Varianten des gelebten Abenteuers. Doch zählt das noch als echter Escape Room? Und wie stehen die Räume im internationalen Vergleich? Ich habe mit Rich Bragg gesprochen. Er ist der Gründer des Top Escape Room Project Enthusiast Choice Award, oder auch Tapeka genannt. Dieses Projekt wählt jährlich, repräsentiert durch zahlreiche Enthusiasten weltweit, die Rangliste aller Escape Rooms. Die Liste der Teilnehmer steigt stetig an, genau wie die Anzahl neuer Räume. Ich habe ihn zum Thema Kategorien befragt und ob er sich vorstellen kann, dass die Horrorräume ihr eigenes Voting bekommen sollten. So we have talked about this. The main reason why I think it's unlikely that we would do that is that the process is very time consuming already, and you know, ranking the games already takes a lot of mental energy and focus and stuff like that, and like we do have, even this year or the last couple of years, we've had the online game category too. So people actually have to do two rankings. Oh, yeah, yeah. And I am really reluctant to add sort of more like tax on the people that are participating in the program to like you have to do this and then you have to do this.
I know it's not perfect that everything gets all lumped into one thing, but at the same time, it's you know, ultimately when you're playing games, you have to choose which ones to play across all categories anyways. Yeah. And so, yeah. And then of course, there's also the real fact that it's hard to categorize things sometimes, and everything's kind of a continuum. And even if, like, the horror one is an example where horror itself is a continuum. So, like, I'm sure you're familiar with, like, Heiner's ranked playlists in the different places. Yeah. Where he's got the category, which is like a scale of 0 to 10 on what the horror is. Yeah. And so I was thinking, like, if we're going to have a horror ranking, like, okay, well, what even kind of makes the cut? Do we need to say like a 5 or better, or do we need to say a 1 is a horror game, or, you know, because, yeah. And, you know, is it just like, is if the room is kind of dark and spooky, is that horror? You know, like, mm-hmm. Yeah. So that's kind of one of the reasons is that I kind of like the fact that right now the only question that we have as to whether something's included is this an escape room, which is hard enough to answer on its own. Dennoch zeigt die Liste auch, dass sich Horrorräume gegen die Konkurrenz durchsetzen können. Im letzten Voting schaffte es, wie vorher schon erwähnt, The Dark Forest als Newcomer auf den 29. Platz. Und The Chapel and the Catacombs von Lockhill aus Athen auf den ersten. Dieses Abenteuer beherbergt auf einer über 300 Quadratmeter großen Fläche ein ganzes Dorf, samt Kirche, Einwohnern und unzähligen Geheimnissen und Kreaturen. Eine eher milde Horrorstimmung im Vergleich zu seinem Prequel, dem Sanatorium. Dieser Raum gilt für viele als die schlimmste Horrorerfahrung, die sie je in einem Escape Room erlebt haben. Und für die wenigen, für die Athen zu weit weg ist, ihr dürft euch freuen. Denn der Raum kommt nach Wuppertal zu Escape Stories, wo er ab dem 14.04.2023 spielbar ist. Denn die Begeisterung für Horrorräume aus Athen hat sich herumgesprochen. Vor ein paar Wochen ereilten die sozialen Netzwerke die Nachricht, dass Marco Uccellino vom Cine Room aus Bamberg den erfolgreichen Raum School of Burning Souls aus Athen nach Deutschland holt. Marcos Leidenschaft für Escape-Räume brachte ihn schnell vom Spieler zum Game Master und schließlich zum Escape Room-Besitzer. Wie es zum Kauf des Horrorraums aus Athen kam, hat er mir in einem Online-Interview erzählt. Ja, also es war tatsächlich so, dass wir am Anfang, eigentlich wollten wir die Horrorfilme The Purge, wollten wir ein Escape Room dazu haben. Das hat sich dann alles ein bisschen hingezogen, also die Pläne dazu stehen immer noch. Dieser Purge-Raum wird noch kommen, wenn wir quasi den weiteren Abteil hier unserer Filiale bekommen von unserem Vermieter, aber ich wollte jetzt einfach irgendwas haben, wo ich weiß, okay, das funktioniert, das läuft, die Leute nehmen es an, und wollte halt einfach irgendeinen Magneten, sage ich jetzt mal, haben, der uns die Leute nach Bamberg bringt. Wenn ich jetzt wieder einen Raum aufgemacht hätte, den die Leute vielleicht gar nicht kennen, ist halt die Chance so 50-50, fahren wir jetzt dafür nach Bamberg oder fahren wir nicht. Bei einem Raum wie es jetzt bei School of Burning Souls ist es einfach so, die Leute kennen das, die Leute haben schon davon gehört. Es gibt genügend Leute, meiner Meinung nach, in Deutschland, die es noch nicht geschafft haben, nach Athen zu fahren und jetzt dann einfach hier in Bamberg das Spiel, ja, sich reinziehen können. Interessant ist, dass Marco selber noch nicht in Athen war und den Raum School of Burning Souls auch noch nicht gespielt hat. Ja, wie fühlt sich das an, einen Raum zu kaufen, den man selber noch nicht gespielt hat und nicht da war? Im Prinzip fühlt es sich genauso an, wie wenn man einen Raum komplett selber konzipiert. Also es ist genauso wie unser Alice-Raum. Wir wissen da auch nicht, was jetzt wirklich auf uns zukommt, wenn der Raum fertig ist. Ob er genauso ist, wie es in unseren Vorstellungen ist oder nicht. Deswegen sind wir dieses Risiko jetzt eingegangen, diesen Raum nicht persönlich gespielt zu haben. Es war tatsächlich so, dass wir jetzt vom Anbieter ein komplettes Walkthrough-Video bekommen haben. Also wir konnten uns quasi ein Bild machen, wie ist der Raum aufgebaut, wie ist die Atmosphäre in dem Raum etc. Und konnten halt dadurch eben, ich sage jetzt mal zumindest zum kleinen Prozentsatz sagen, okay, der Raum ist was für uns oder ist nichts für uns. Es war einfach, wenn man Horror-Escape-Räume denkt, oder an Horror-Escape-Räume denkt man einfach an Athen.
Und daraufhin habe ich halt den Heiner Stebner von Escape Rumors gefragt, ob er denn irgendwelchen Kontakt zu irgendwelchen Anbietern in Athen hat. Und da sind wir halt eben auf genau diesen Anbieter gekommen, der dann gesagt hat, pass auf, ich mache euch das, ich bringe euch die Schule nach Deutschland und ihr bekommt das Ganze auch noch exklusiv. Das heißt, wir sind auch die einzigen Anbieter, das ist alles vertraglich geregelt, die diesen Raum nach Athen bekommen. Natürlich fragt man sich, wie ein solches Geschäft abläuft. Mit viel Online-Kommunikation wurden alle Schritte genau geplant. Also ich würde nichts über Facebook machen, wenn da nicht irgendwelche Verträge dahinter stehen oder so. Und ja, über Facebook haben wir dann besprochen, so wie viel Platz haben wir, passt der Raum dort überhaupt rein, was sind die Grundvoraussetzungen, welche Deckenhöhe brauchen wir etc. Und da wir eine alte Lasertag-Halle haben, die einfach eine komplett offene Fläche ist und wir uns hier alles so einteilen konnten, wie wir wollten, hat es dann ganz gut hingehauen, dass wir da den Platz und alles dafür haben. Ja, dann wurde ein Preis verhandelt, mit dem wir dann beide zufrieden waren. Das ganze Material, die ganzen Utensilien, die die dafür brauchen, schiffen die hierher oder fahren sie mit dem Truck hierher, kommen dann angeflogen, bauen hier 3 Wochen auf und dann wird 4 Tage geschult, weil gerade bei The School of Burning Souls ist es halt das Timing extrem wichtig, wie bei vielen anderen Horrorräumen auch. Und da ist halt eine extra lange Schulung dann quasi angesetzt und dann fliegen die wieder zurück und gut ist. Also im Originalspiel sind es 250 Quadratmeter verteilt auf erstes und zweites Geschoss quasi. Also man hat ja im Originalspiel diesen unteren Bereich, der zählt zu diesen 250 Quadratmeter dazu. Wir sind jetzt bei circa 160 Quadratmeter insgesamt. Der Antrieb hinter dem Projekt ist dennoch sehr eindeutig. Tatsächlich viel Erfahrung habe ich nicht, gebe ich offen und ehrlich zu. Ich weiß nicht, ich habe so das Gefühl, so ein Horror-Escape Room, man hat Bock drauf, will ihn spielen. Kurz davor denkt man sich aber, Alter, was mache ich da für eine Scheiße, wieso mache ich das überhaupt? Währenddessen denkt man sich da einfach nur, Scheiße, ich will hier raus. Und im Nachhinein war es dann trotzdem das geilste Erlebnis, was man irgendwie haben kann im Escape-Raum-Bereich, würde ich jetzt mal behaupten. Und das, diesen Nervenkitzel einfach dabei, das fand ich so geil. Und weil es halt einfach gerade hier in Bayern noch überhaupt keinen richtigen Horrorraum gibt, haben wir gesagt, nee, wir müssen was mit Horror machen, wir brauchen was und hoffen einfach, dass das Publikum gut annimmt. Markus Leidenschaft, seine Pläne und sein Vertrauen in die Zukunft der Horrorszene ist genau das, was die Faszination für dieses Genre so gut beschreibt. Die Freude daran, seinen Alltag zu entfliehen und wenn auch nur für kurze Zeit, an nichts anderes denken zu können als ein ganz eigenes Abenteuer. Ja, also ich kann tatsächlich, glaube ich, nur jeden ermutigen, der irgendwie zweifelt, ob das Richtige für einen ist. Also probiert's aus, muss nicht bei uns sein, kann auch irgendwo sonst sein. Aber ich glaube, so diese Endorphine oder das Glücksgefühl, was man hat, wenn man das wirklich überstanden hat, das ist unübertroffen.